Tja, was haben wir denn hier? Ein angefangenes Projekt. Und zwar ist hier im Kinderzimmer, ehemaligen, bald unser Schlafzimmer, der Fußboden dran. Und zwar fragt ihr euch wahrscheinlich, hey, ihr habt es doch erst 2 Jahre hier drin, warum nehmt ihr denn den Fußboden schon wieder raus? Als wir das Holz hier für die Verschalung und für die Fußböden gekauft haben, war es ja 2021, 22. Auf jeden Fall war das mitten in dieser Krise, wo durch den Borkenkäfer so viel Holz kaputt gegangen ist und die Holzpreise enorm gestiegen sind. Und was in dem Zuge aber zusätzlich zu den gestiegenen Preisen passiert ist, ist, dass die Qualität der Hölzer auch gesunken ist. Und wir haben inzwischen den Verdacht, dass das Holz, was wir bekommen haben, einfach noch nicht richtig abgetrocknet war. Denn sowohl hier bei den Dachschrägen als auch, wie gesagt, bei den Fußböden ist das Phänomen, dass die Sachen, die wir als erstes verbaut haben, enorme Spaltmaße sozusagen dann haben, also sehr viele, sehr große Fugen bekommen haben, obwohl wir sie wirklich Knirsch an Knirsch draufgesetzt haben. Und ja, ich weiß, zwischen Sommer und Winter verarbeiten und so, da dehnt sich das noch alles. Und das ist das ganze Jahr über diese großen Fugen, was natürlich extremer Müll ist. Vor allem, weil es halt wirklich teilweise sehr große Fugen sind und damit wollen wir nicht leben, weil das halt einfach wirklich da kommt man halt mit dem Staubsauger auch schlecht ran. Und ich kann euch ja mal zeigen, was hier in den Fugen jetzt alles drin war. Da die ganzen Flusen hier, das ist alles aus den Fugen raus. Und ich zeige euch mal so ein paar extreme Stellen. Ich mache mal meinen Finger so als Referenz dazu. Das ist halt einfach wirklich nicht schön. Und deshalb habe ich gesagt, ich will den wirklich nochmal aufnehmen. Das nochmal ordentlich ranschieben. Und dann hoffe ich einfach mal, dass jetzt das nach 2 Jahren dann auch wirklich alles getrocknet ist. Wir haben ja hier ein Hartwachsöl benutzt, soweit ich mich erinnere. Muss ich noch mal gucken, von Osmo. Und hier hatten wir bloß eine Schicht geschafft, weil das ja wirklich kurz vorm Umzug war. Also ich glaube, das war wirklich noch am Tag vor dem Umzug habe ich hier noch das alles also quasi diese Bodenversiegelung drauf gemacht. Und wir hätten sozusagen dann noch einen Tag warten müssen. Deswegen hatte ich damals schon zu Uwe gesagt, wenn wir dann hier in unser, also das als Schlafzimmer dann nutzen werden, dass wir dann hier den Boden noch einmal eine zusätzliche Schicht von dieser Versiegelung nochmal geben. Allgemein bin ich noch am Überlegen, die Tür, die sieht jetzt so aus der Ferne noch ganz okay aus. Aber je näher ich rankomme, werdet ihr sehen, dass der Lack auch schon ganz schön verfärbt ist. Der ist auch nicht sonderlich schön gestrichen. Ja, hier sind auch schon so viele Löcher drin. Holzoptik wäre natürlich eigentlich mein Favorit für Türen allgemein. Aber ich weiß auch, wie viel Arbeit das macht, das zu schleifen. Und das wäre dann das vierte Türenschleifprojekt, was in Arbeit ist, beziehungsweise ich würde eine vierte Tür anfangen, obwohl noch drei liegen, die gemacht werden müssten. Formulieren wir es mal so. Okidoki, ich würde sagen, das ging jetzt doch recht flott. Ich weiß gar nicht, das hat jetzt vielleicht eine halbe Stunde oder so gedauert. Ich habe gerade geguckt, die letzten zwei hier, die sind auf jeden Fall gut. Also da brauche ich jetzt nicht noch irgendwas verlegen. Vor allem muss ich dann die hinterste Latte nicht nochmal komplett neu ausrichten. Aber hier diese dritte. Die sitzt mir noch nicht schön genug dran. Ich probiere das jetzt mal, ob ich die rangeschlagen kriege. Aber als allererstes hole ich mir jetzt erstmal einen Staubsauger und werde hier so ein bisschen den Staub wegmachen und dann nach und nach hier alles wieder verlegen. Ich habe jetzt extra immer alles so stapelchenweise gemacht, damit ich dann immer von oben runternehmen kann und es dann alles genauso wieder hinpacken kann, wie es vorher war. Denn so hat es ja mal gepasst und so lag es ja jetzt auch die ganze Zeit. Also hoffe ich mal, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so anstrengend wird, das wieder reinzumachen. Guten Morgen, es ist Sonntag. Wir fahren auch gleich noch zu einer Geburtstagsfeier. Aber ich habe mir gedacht, dass wir die ganzen Bretter, die wir bald brauchen für die Verschalung, eine Verschalung sage ich schon, für die Verkleidung, für die Decke und für den Fußboden im Bad brauchen, die sind hier hinten in dem einen Feld drin.
Jedenfalls dachte ich mir, wir könnten das mal machen, damit ich den Drempel befüllen kann und den endlich mal ein bisschen ja, wieder staubsaugen. Der Kater ist sehr gesprächig heute, da unten. Unglaublich. Ja, ich habe gerade Haare gewaschen, also nicht wundern, meine Haare sehen noch furchtbar aus, sagt zumindest Uwe. Vielen Dank auch nochmal dafür. Gut, dann fange ich mal an. Nur bei dem Webstuhl hier muss mir Uwe erstmal helfen, den kurz zur Seite zu packen. Alles ist umgestapelt und kann ich euch gleich mal zeigen, wie weit ich gestern noch gekommen bin. Ich habe gestern Abend noch weitergemacht, aber diese eine Leiste hier, die hat uns Probleme gemacht. Da passt die Nut nicht richtig in die Feder rein. Irgendwas ist da. Und ich erinnere mich, dass es auch schon beim ersten Mal Einbauen ein Problem war. Das gucken wir uns gleich noch ein. Das wollen wir jetzt auch noch auf jeden Fall noch kurz vorher machen, die drei Leisten hier reinmachen. Und ja, ich muss sagen, es ist wirklich ein ganz feiner Unterschied, finde ich, zwischen vorher und nachher. Aber es wirkt jetzt halt wirklich nicht mehr so schlimm mit den Spalten. Ein paar sind hier immer noch, aber das hält sich jetzt wirklich in Grenzen im Vergleich zu vorher. Ich weiß, dass ich mich darüber auf jeden Fall immer geärgert hätte. Deswegen war das dann schon ganz gut. Und so lange hat es gar nicht gedauert. Dadurch, dass die ja schon mal exakt so verlegt waren, ließen die sich viel, viel einfacher einbauen als damals, als die ja durch die Lagerung vielleicht auch noch ein bisschen verzogen waren. Und ja, ich bin ganz froh, das gemacht zu haben. Ich glaube, im Endeffekt waren es jetzt vier oder fünf Stunden rein und wieder rausbauen. Also auf jeden Fall das wert, als dass man sich dann die ganze Zeit, ja, für den Rest sozusagen des Fußbodens dann immer wieder darüber ärgert. So, heute ist es ganz schön stürmig. Ich habe es ja gestern nicht mehr geschafft, weil es angefangen hat, ordentlich zu schütten, noch die Bleche festzuschrauben. Ja, die bewegen sich gerade ein bisschen und machen Lärm. Also nehme ich mir jetzt mal die Stunde Zeit und schraube die alle komplett fest, ausrichten. Ansonsten, es hat ganz gut funktioniert mit dem Provisorium da hinten, dass das Wasser auch wirklich in die Tonne geht. Und da bin ich ganz zufrieden mit. Also, jetzt alles festschrauben. Habe mir schon Akkuschrauber und Schrauben rausgesucht. Jetzt geht's los. Call me out, tiger. Call me out, why don't you love? Lift me up higher, above the clouds, won't you love? When the scenery is right, go right in. I wanna fall. Die Dachbleche sind jetzt so ordentlich fest. Es wird auch langsam richtig stürmig. Es bewegt sich nichts mehr. Jetzt bin ich zufrieden und jetzt kann das nächste schlechte Wetter kommen. Heute ist ein richtig schöner, sonniger, milder Tag und ich habe beschlossen, dass ich heute mal hier draußen verbringe. Ich dachte gerade, ich habe mich ausgeschlossen. Habe ich aber nicht. Denn man hat ja in der letzten Woche gesehen, wie schnell der Herbst dann kommt und wie schnell das dann nass wird und kalt. Und da wäre es jetzt irgendwie ein Sakrileg, oben im Dachgeschoss zu sitzen und am Computer zu arbeiten. Also werde ich mir jetzt mal die Schlafzimmertür hier rausbringen. Die Hühner habe ich schon rausgelassen, die dürfen jetzt gerade hinten im Garten ein bisschen rumwursteln.
Genau, und dann werde ich mal gucken, zwischendurch, wenn ich keine Lust auf Schleifen habe, werde ich sicherlich hier die Beete mal wieder ein bisschen bereinigen. Ihr seht ja, grüne Massen und so. Und ja, ich denke mal, damit werde ich schon ein bisschen was zu tun haben. Also ich hatte echt Glück, das Schloss ließ sich relativ anstandslos hier wieder raus bewegen. Ich habe noch keine Ahnung, wofür dieses Stück Zeitungspapier drin ist. Vielleicht, damit man nicht durchs Schlüsselloch gucken kann. Ja, wo sieht die Tür jetzt aus? Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das hier mit den Rissen mache. Also die Tür hat auf jeden Fall sehr starke Abnutzungserscheinungen. Also ich denke mal, dass hier mal irgendwie Wasser herangekommen ist, dass hier vielleicht doch irgendwie mal, keine Ahnung, dass auf dem Dachboden das geworden ist oder so. Ich glaube, die Tür hier war. Ich zeige euch das mal hier auf der Rückseite, wo ich noch nicht geschliffen habe. Also man sieht hier wirklich die ganzen Tropfnasen. Es ist wirklich einfach nur irgendwie, vielleicht hätte jetzt auch einfach bloß der zweite Anstrich gefehlt, aber das sind hier richtige Hügel, die da noch sind. Also das musste scheinbar wirklich sehr schnell gehen. Die Hühner sind heute ein bisschen frecher als sonst. Ich glaube, ich muss hier vorne mal die Tür zumachen. Die Damen und Herren sind hier nämlich nicht im Innenhof erlaubt. Husch, 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 husch. Und so schöne Sonne heute. Freuen Sie sich. Tschüss, Hühner. Die Tür ist jetzt soweit vorbereitet. Ich habe hier jetzt noch alles Mögliche gekittet. Hier diesen riesen Ritz in der Mitte werde ich lassen. Das ist jetzt 2 Stunden getrocknet und ich müsste mir hier echt eine ganze Menge Kitt reinschmieren, damit das vernünftig voll ist, und das müsste man dann wieder so in Etappen machen. Also streiche ich das jetzt erstmal bloß drüber und dann werden wir hier so eine Zierleiste einfach drüber machen, die dann auch nochmal gestrichen wird, und dann ist gut. Ja, ich bin mal gespannt, wie gut es hält auf dem Lack. Wenn es nicht hält, dann werde ich doch nochmal diese Grundierung drauf machen und das dann nochmal probieren. So, die zweite Schicht ist jetzt getrocknet. Ich habe gerade nochmal einen kleinen Fehler noch ausgebessert. Aber ich finde, auf jeden Fall sieht das schon mal sehr schön aus. Man sieht immer noch einige Unebenheiten, aber das ist natürlich auch einfach dem geschuldet, dass ich jetzt nicht den ganzen Lack abgeschliffen habe. Auf jeden Fall sieht die Tür schon mal sehr schön aus. Das ist jetzt so ein sehr helles Graubeige, also kein Weiß oder Cremefarben. Und ja, ich lege jetzt hier mal noch eine Decke drunter, damit die Seite nicht zerkratzt. Und dann drehe ich die Tür um und gucke mal, dass ich wenigstens noch eine Schicht drauf kriege. Ja, ich habe völlig vergessen, dass ich die seit ja auch noch kitten muss. Das heißt, jetzt muss das Zeug erstmal 2 Stunden lang trocknen und dann kann ich es erst streichen. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Wir haben es jetzt schon 4 oder 5. Was ist denn da schon wieder los hier? Das heißt, ich werde es wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen, die zu streichen, was ich total blöd finde. Aber vielleicht nehme ich mir die Tür noch mit rein und streiche die heute Abend noch zu Ende. Denn eigentlich möchte ich die wirklich gerne fertig haben. Ja. Die Wachteln legen ja schon seit vielen, vielen Wochen fleißig. Kann ich mal die Eier zeigen. Die sind auch relativ groß, wie ich finde. Also wir haben ja auch sehr kleine mit dabei, aber auch trotzdem recht große. Und gestern
haben wir das erste Hühnerei drin gehabt. Also von der Form her sehen die sich sehr ähnlich. Kann sein, dass es von derselben Henne ist. Auf jeden Fall geht es da jetzt auch langsam los. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, das Schloss hier zu streichen mit derselben Farbe wie die Tür und habe natürlich hier diesen Schieber und da ist noch irgendwas drin gewesen. Ich habe mir jetzt hier so eine Schraube durchgedreht. Ich hätte sie eigentlich gerne noch ein bisschen größer. Mit der ich jetzt diesen Schieber so ein bisschen höher lege, damit ich trotzdem hier vernünftig langstreichen kann. Weil ich habe keine Ahnung, wie das Ding hier befestigt ist und ich habe Angst davor, das abzumachen. Ja, weil aufgeschraubt ist das nicht. Und irgendwie haben sie es vorher auch hingekriegt, keine Ahnung wie. Aber ich probiere jetzt einfach mal, ob das so funktioniert. Na, schaut mal, was hier gerade mit der Post gekommen ist. Ein Teppich. Ich dachte mir, ich gönne uns mal für hier, für die schöne neue Ecke, einen schönen Teppich. Ich werde den jetzt erstmal auspacken und hinlegen und dann zeige ich ihn nochmal in der Nahansicht. Tada! Ich hatte eigentlich überlegt, einen in Off-White, also cremeweiß sozusagen, zu holen. Aber da wir schwarze Katzen haben, habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee aller Zeiten. Also es ist der hier geworden, also derselbe in der Farbe Sand. Und ich finde es auch sehr hübsch. Ich denke, das Weiß trotzdem hier besser reingepasst hätte. Aber wir haben ja hier auch den Kamin direkt daneben. Also ist schon die vernünftigere Wahl gewesen. Und der ist so gewebt, was ich sehr, sehr schön finde. Weil die dann halt auch ein bisschen leichter zu staubsaugen sind, als wenn die einen Flor haben. Und der ist aus Wolle und Baumwolle und ein bisschen Polyester und Viskose ist auch noch drin, aber Großteil Naturfaser, was mir immer sehr wichtig ist. Ich hätte ja am allerliebsten einen aus Wolle gehabt, aber die sind gleich so viel teurer, verständlicherweise natürlich auch. Und ich finde, der hier ist ein sehr guter Kompromiss. Ich kann den euch ja gerne mal unten verlinken. Für die Größe hatte ich die Wollteppiche tatsächlich nur 350 Euro war, glaube ich, das günstigste, was ich bekommen habe, oder so 250 bis 350. Und den hier habe ich jetzt für 150 Euro bekommen. Mir fällt es total schwer, neue Sachen für das Haus zu kaufen, gerade wenn sie dann doch ein bisschen teurer sind. Ich weiß, für manche von euch sind 150 Euro für einen Teppich nicht sonderlich viel. Und für manche ist es halt so, ja, warum gibst du so viel Geld aus? Da sind natürlich die Ansichten komplett unterschiedlich zu. Und dadurch, dass wir noch so viel in diesem Haus noch investieren müssen, alleine nur damit das Haus fertig wird, also nicht mal die Einrichtung, sondern wirklich, dass Fußboden noch zu Ende reinkommt und so weiter, habe ich das schon die letzten Jahre mich immer sehr zurückgehalten. Aber ich merke schon, dass es langsam auch Zeit wird, diese Ecken langsam gemütlicher zu machen, fertig zu werden in bestimmten Bereichen. Auch wenn natürlich noch so viele Handgriffe zu machen sind, teilweise im Rohbau geschehen sozusagen. Aber
irgendwann, wir sind ja jetzt seit 2 Jahren hier, irgendwann kommt wirklich der Punkt, wo man sich halt auch wirklich, wo man angekommen sein möchte und nicht mehr nur noch darauf hinarbeitet. Und auch wenn das hier natürlich schon unser Zuhause ist und sich so anfühlt wie unser Zuhause, ist es trotzdem nochmal was anderes, wenn man nach Hause kommt und man hat halt einen gemütlichen Eingangsbereich oder man sitzt an seinem Schreibtisch und schaut nicht die ganze Zeit auf Sachen, die noch gemacht werden müssen. Und deshalb ist es halt wirklich schön, jetzt an diesem Punkt zu kommen, wo man einfach auch mal investieren kann in die schönen Dinge sozusagen, anstatt immer nur irgendwelches Holz für den Fußboden zu kaufen oder irgendwelche Schrauben. So, es ist 8 Uhr morgens, wir dürfen also wieder bauen. Ja, ich hatte ja hier so ein Brett, das nicht so richtig wollte. Da haben wir jetzt so ein kleines Stückchen Holz drunter gelegt, ja, damit es höher kommt. Und jetzt haben wir es reingehauen gekriegt. Und Uwe hat sich bereit erklärt, jetzt den Rest zu machen, weil ich ja den kompletten anderen Teil gemacht habe. Ja, durch das Aufnehmen, durch das ganze Aufnehmen und wieder Zusammensetzen, haben wir wirklich fast 5 cm an Fugen beseitigt. Und die haben mir natürlich da vorne jetzt gefehlt. Das heißt, ich habe da jetzt das Brett nochmal komplett neu zugeschnitten. Und wir mussten hier tatsächlich ein neues Brett reinsetzen. Der Farbunterschied ist natürlich jetzt echt krass. Da müssen wir mal gucken, wie wir das noch ein bisschen nachgedunkelt kriegen. Aber ja, müssen wir erstmal mit leben. So, Anne hängt jetzt mal die Tür ein. Warte mal, geht das überhaupt? Ich hier gerade denke, nee. Was ist jetzt das mal oben? Okay, ist drin? Okay, ist drin, ja. Schmerz das noch. Oh, hier ist noch ein Kratzer. Das Problem, wenn man nicht weiß, wie eine Klinke rangeschraubt werden muss, ich habe die jetzt natürlich auf die komplett falsche Seite gemacht. Also sieht irgendwie komisch aus. Ja, ich sag ja, die waren eigentlich nicht original da dran. Ich hatte für das, die Tür hier, die hatten wir den Griff nicht mehr gefunden. Ach so. Da musste ich damals einfach eine andere rein. Ach so. Genau. Ich habe mich schon gewundert, warum die so ein bisschen wackelig ist. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall muss ich da noch einen kleinen Farbklecks dran machen an der Klinke. Wir haben gerade mal die Lampen hier getestet, ob die funktionieren. Genau, also funktionieren noch. Die sind nämlich noch von Uwes Oma. Ja, genau, die sind noch richtig alt. Die haben sie sag mal das Schild. Also das ist noch aus DDR-Zeiten und wenn man sich mal den Preis anguckt, mit 34 Mark, das war schon eine richtige Designerlampe. Also im Vergleich, so eine Durchschnittsmiete war irgendwas zwischen 60 und 80 Mark damals. Da weiß man, okay, diese 2 Lampen haben schon mal eine Monatsmiete gekostet. Also das ist schon übel. Ja, und das Glas ist auch richtig schwer, deswegen haben wir auch uns dafür entschieden, die dann als Nachttischlampen zu benutzen. Genau. Die werden wir nochmal ein bisschen anschleifen. Und dann ist die eigentlich wieder gut, ne? Neue Glühbirne rein. Da sind noch 60 Watt
Quarkgelböen drin.